Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 28. Februar. Und das ist der Dienstag nach Rosenmontag. Nicht, dass das was zur Sache tut. Aber heute dabei Amazon, Alexa, Aldi, Lidl, Pocket, Mozilla, Sony, Porsche Design. Und natürlich ist unter den Themen auch ein bisschen was vom Mobile World Congress in Barcelona versteckt. Fangen wir mal mit den Oscars an. Die haben ja in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden unserer Zeit. Und da hat mehr oder weniger, würde ich mal sagen, Amazon abgesahnt. Also abgesahnt kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde doch, für halt eine Streaming-Firma, also für Amazon Prime Streaming mit Eigenproduktion, Respekt. Zwei Oscars für Manchester by the Sea, einmal für den besten Actor und einmal für das Best Adapted Screenplay. Unter anderem war der Film halt auch nominiert für ganze 7 Oscars sogar, unter anderem auch für den besten Film. Und zusätzlich haben sie noch einen Oscar für den besten ausländischen Film bekommen und das war The Salesman. Also Respekt, da passiert was und Amazon Prime und Netflix und Konsorten sind da echt nicht mehr zu unterschätzen. Die produzieren anscheinend gutes Material. Was Amazon aber auch produziert, das wissen wir ja alle, ist die Alexa und die ganzen Echo-Devices drumherum. Und unter anderem arbeiten sie jetzt an einem neuen Feature und wollen der Alexa beibringen, dass sie Stimmen ja unterschiedlich erkennen kann. Das soll intern wohl Voice ID heißen. Und dann könnte man zum Beispiel auch bestimmten Stimmen, bestimmten Sachen halt zuweisen oder auch vorenthalten. Sprich, wenn vielleicht nur der Vater und die Mutter im Haus was kaufen dürfen über die Alexa, dann wird das mit der Stimme gekoppelt und wenn der Sohnemann oder die Tochter irgendwie sagt, ja, hier, order mal, was weiß ich hier, die neue Xbox, dann macht die Alexa es eben nicht, weil es an der Stimme erkannt hat, dass das nicht zugeordnet worden ist. Finde ich ein super spannendes Thema, generell natürlich die ganzen Assistenten, aber das tut, glaube ich, auch der Sache sehr gut, die unterschiedliche Stimmenerkennung. Auch zum Beispiel, wenn man Gäste hat und die wollen irgendwie was bedienen, dass die auch nicht alles machen können. Ja, ein ganz anderes Thema. Bargeldloses Zahlen ist ja immer für mich persönlich auch ein kleines Steckenpferd. Freue mich immer, wenn da was passiert. Da ist auch durchaus schon viel passiert und nicht nur bargeldlos, sondern auch kontaktlos. Und heute haben dann halt die beiden großen Discounter, Aldi und Lidl, praktisch zeitgleich bekannt gegeben, dass ab jetzt in deren Filialen auch überall kontaktlos mit der Girocard bezahlt werden kann. Die Girocard, das ist halt die ehemalige EC-Karte für die Älteren unter uns. Und wenn die halt einen NFC-Chip hat und entsprechend dafür vorbereitet wurde, dann kann man damit Beiträge bis 25 Euro ohne PIN einfach mit dem Drüberziehen übers Display bezahlen. Das kann man unter anderem aber auch schon länger mit der Kreditkarte machen, zum Beispiel auch bei Lidl, denn da mache ich das zum Beispiel. Pocket, der Dienst, der hieß früher Read It Later. Ich weiß nicht, ob ihr den benutzt. Ich benutze den ja hin und wieder mal. Damit speichert man sich interessante Sachen, genau. Damit speichert man sich interessante Sachen aus dem Netz, so im Vorbeigehen über ein kleines Bookmark und kann halt hinterher entweder in der App oder auch im Browser sich die Sachen nachträglich durchlesen. Die sind jetzt von Mozilla übernommen worden. Das hat irgendwie auch so irgendwie keiner auf dem Schirm, dass das passieren könnte. Schöne Sache, dadurch wird das Ganze natürlich wahrscheinlich auch dann Open Source und entsprechend weiterentwickelt. Tut dem Tool, glaube ich, ganz gut und ich freue mich und bin gespannt, was da noch so passiert. So, und zu guter Letzt landen wir jetzt auch endlich nochmal beim Mobile World Congress. Ich habe ja gestern schon gesagt, ich will ja nicht hier eine Mobile World Congress Daily-Folge jeden Tag machen, aber ein paar Themen tauchen natürlich an jedem Tag auf. Ein ganz tolles Gerät, wie ich finde, ist der Sony Xperia Touch. Das ist ein kleiner Projektor, der praktisch halt jede Fläche zu einem Display macht und da praktischerweise meinetwegen einen Kalender oder die Wetterinfos einfach so an die Wand projiziert und die kann man dann da auch drauf bedienen. Also wirklich spannendes Gerät. Es ist nur nicht klar, was der ganze Spaß kosten soll und auch, ob er überhaupt nach Deutschland kommt. Preise für USA sind auch nicht bekannt, aber zumindest soll das Teil in den USA
im Sommer erscheinen. Und ja, bin gespannt. Es gibt auch ein schönes Video, das ist in dem Bericht von den Kollegen von Mobile Geeks in unseren Shownotes hier auch verlinkt. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass man mit dem Projektor auf einem Tisch spielen könnte. Also die Tischfläche wird dann zur Spielfläche und mit den Fingern bewegt man dann beispielsweise halt so einen virtuellen Ball oder Puck. Ja, und ebenso bei den Kollegen vom Mobile Geeks habe ich ein schönes Hands-on entdeckt von einem interessanten Gerät, was auch auf dem Mobile World Congress vorgestellt worden ist. Das ist das Porsche Design Book One. Das ist ein 2-in-1, also ein Convertible und Detachable, also Tablet und auch Notebook. Kann man viel mitmachen und ist halt von Porsche Design. Ich persönlich bin jetzt erstmal, ehrlich gesagt, nicht so richtig begeistert, obwohl ich eigentlich Porsche Design ansonsten von der Sprache, Designsprache mag. Das Gerät fand ich jetzt nicht so super auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten oder auch die inneren Werte kann man sich durchaus mal angucken. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut euch ruhig mal das Hands-on an, das wir verlinkt haben in den Shownotes. Das Teil, wenn es halt von Porsche Design kommt, ist natürlich dann auch Premium. Und das heißt, die wollen für das Gerät, welches im April 2017 in den Markt kommen soll, auch knapp unter 3.000 Euro haben, nämlich 2.795. Ja, stolzer Preis. Mal sehen, ob sich dafür Kunden finden. Ja, und ich hoffe, dass sich morgen auch wieder Hörer finden, denn das war's für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und hoffe dann, dass ich euch morgen hier wieder begrüßen kann. Und ich sag mal bis dahin, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.